Deutschland leben so knapp über 70.000 HIV-Infizierte und in München sind es 5.000. Ich bin der Tobias Seidler und ich bin in der Münchner Elzhilfe tätig, in der Telefonberatung. Die rufen an, wollen dann wissen, ob sie angesteckt haben können. Ich frage dann natürlich zuerst mal, was sie gemacht haben. Was natürlich auch eine Überwindung ist, einem wildfremden Menschen am Telefon intime Sachen zu erzählen. Und ich gebe dann einfach so eine Risikoeinschätzung, wie ich das sehe, ob die Gefahr groß ist oder eher gering. Also ein sehr positives Telefonat war einfach, wo jemand mal angerufen hat. Und der hatte totale Panik, der war total verängstigt, weil er wirklich Angst hatte, dass er sich infiziert hatte. Und ich konnte ihm dann sagen, also das Risiko, dass er sich infiziert hat, ist so gering, dass ich keine Angst machen brauchte. Und danach diese Erleichterung von diesen Menschen zu spüren, das war so, genau deswegen sitze ich hier. Ja.